Gesundheitsminister Rudolf Anschober verliert in Politkreisen immer mehr an Ansehen. Letzte Woche ist ihm eine Telefonkonferenz mit den Landeshauptleuten so sehr entglitten, dass es zu Schreiduellen gekommen ist. Vor allem Oberösterreichs Landeschef Stelzer soll dem Oberösterreicher Anschober richtig Beton gegeben haben. Die Landeshauptleute sind empört gewesen, dass Anschober seine Corona-Ampel ohne transparente Kriterien, vor allem aber ohne vollziehbare Gesetze und Verordnungen gestartet hat. Nun meldet sich der FPÖ-General zur Causa Schreiduelle und fordert den Rücktritt von Gesundheitsminister Anschober, auch wenn er im Stil eines Volksschullehrers bei den Menschen offenbar gut ankomme, sei dieser Minister den Österreichern nicht länger zumutbar, so Schnedlitz. Die Corona-Ampel für Herrn Anschober steht auf Rot, er soll Platz machen für jemanden, der diesen Job wirklich kann. Eine streng geheime Kommission, die Mitglieder haben Verschwiegenheitserklärungen unterschreiben müssen, haben die Schalthebel der Ampel in der Hand und stellen die Länder vor vollendete Tatsachen. Für Schnedlitz ist klar, dass diese Ampel ein weiterer Pfusch der Regierung ist, dass man ihr sofort den Stecker ziehen müsse, denn das Land braucht keine Ampeln, sondern ein Ende der Angstpolitik und sofort grünes Licht für die Menschen und die Wirtschaft in Österreich. Eine Ampelschaltung wäre Schnedlitz jedoch trotzdem sehr genehm, und zwar die dunkelrote für Minister Anschober. Denn für Schnedlitz ist klar, dass Anschober zurücktreten muss.